Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 30. November 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 513 und heute ein bisschen wahrscheinlich leiser, denn ich podcaste direkt aus dem Europapark und meine Mädels schlafen nebendran. Ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. HoloLens, Elvis lebt, Mission Impossible, DJI Osmo und Starbucks. Ich beginne gleich mit der HoloLens, der angereicherten Realitätsbrille von Microsoft. Die haben jetzt einen fast einen halben Million-Dollar-Deal auf einen halben Milliarden-Dollar-Deal mit der amerikanischen Streitkräften abwickeln können, sprich dem amerikanischen Militär, denn die werden in Zukunft mit 100.000 HoloLens-Brillen in den Krieg ziehen. Wie genau sie das tun und was sie dabei mit der Brille machen, das könnt ihr unter anderem nachlesen im Beitrag, der verlinkt ist auf daily.geektalk.ch. Dann kommen wir zu Elvis. Wir wussten es doch alle, Elvis lebt. Und das beweist uns aktuell Apple im neuesten Werbespot für den Gruppen-FaceTime-Call. Da sieht man nämlich, wie Elvis mit verschiedenen anderen Elvisen auf dieser Welt, insgesamt nämlich 32 Stück, telefoniert. FaceTime-Gruppen-Call for the World. Weiter geht's mit der Mission Impossible Fallout. Der Titel vom Paramount Pictures enttäuscht aktuell Heimkinofans, denn der 3D-Sound wird nicht auf die Blu-ray oder auf die 4K Blu-ray gepackt. Dolby Atmos wird nämlich nur über iTunes ausgegeben und das würde mich als Käufer dieser Plastikscheiben natürlich auch verärgern. Hat man doch damit ein bisschen was investiert und möchte auch richtig schönen Sound haben. Als nächstes kommen wir zu einem Thema, das ich gestern leicht verpasst habe. Ich habe gestern in einer ziemlich überstürzt dem Achim seine Folgen oder die letzten beiden Folgen für diese Woche übernommen und ein bisschen zu früh aufgenommen, nämlich genau 7 Minuten nachdem die Folge im Kasten und verarbeitet war, kam die News von DJI, dass sie den Osmo Pocket vorgestellt haben. Das Ganze ist eine Mini-Kamera. Osmo sagt euch sicherlich was, die Möglichkeit, dass es Gimbal, wo ihr euer Smartphone einstecken könnt oder eine fixfertige Actioncam da oben drauf habt. Jetzt gibt's das Ganze noch kleiner mit Display und andockbar an euer Smartphone über USB-C oder Lightning, je nachdem welche Plattform ihr da am meisten nutzt. Das Gadget schaut relativ filigran aus. Ich bin extrem gespannt und hoffe, dass ich das irgendwie mal in die Finger komme zum Austesten. Zu guter Letzt habe ich euch noch eine News vom Starbucks, denn ab 2019 führen die einen Filter ein. Über den Filter könnt ihr anschließend nicht mehr die Filme in der horizontalen Lage anhören, besser gesagt anschauen, denn die werden rausgefiltert. Da darf man doch hoffen, dass bei dem bleibt und nicht in Zukunft da noch mehr rausgefiltert wird. Obwohl, ist natürlich halt kostenloses WLAN und es herrscht das Recht des Gastgebers. Aber solche Filter sind natürlich selten praktisch und gut. In diesem Sinn, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch habe zusammensammeln können. Euch wünsche ich einen schönen Freitag, viel Erfolg. Wir gehen jetzt dann ab in den Park. Gut, vielleicht noch 2-3 Stunden schlafen, aber ja, nachher in den Park und dann ins Wochenende. Nächste Woche hören wir uns wieder und ja, bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.